das Internet der Dinge, autonomes Fahren und Informationen in Echtzeit. Viele Begriffe werden mit 5G, der Weiterentwicklung des derzeitigen LTE-Mobilfunkstandards 4G, in Verbindung gebracht. Durch höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und Datenraten ist der Ausbau vor allem für die Industrie, Medizin und Forschung attraktiv. Die Anbieter werben unter anderem mit dem Begriff Smart City. Dieser Ansatz soll zahlreiche neue Applikationen und Technologien möglich machen. Doch was bedeutet 5G in der Realität überhaupt? Um den Hintergrund von 5G näher zu verstehen, haben wir uns mit drei Experten getroffen. Den technischen Hintergrund hat uns Peter Richard, Professor am Fachbereich für Elektrotechnik und Informatik der Fachhochschule Münster, erklärt. Er leitet in Steinfurt das Labor für Kommunikationstechnik. Da wir einen Lokalbezug haben, hat uns interessiert, welche Punkte davon für uns in Münster relevant werden. Christian Tebel ist Breitbandkoordinator der Stadt Münster und koordiniert mit dem kommunalen IT-Dienstleister CTEC unter anderem den Ausbau des 5G-Netzes in Münster. Er bildet die Schnittstelle zwischen BürgerInnen, Politik und Telekommunikationsunternehmen und gibt uns einen Ausblick, in welche Richtung der Ausbau des 5G-Netzes in Münster gehen könnte. Manche Menschen sehen den Ausbau des 5G-Netzes kritisch, weil bisher keine Forschung zu diesem Thema vorliegt. Um abschätzen zu können, welchen Einfluss der neue 5G-Standard auf Mensch und Umwelt haben könnte, haben wir mit Jörn Gutbier gesprochen. Gutbier ist erster Vorsitzender des Vereins Diagnose Funk, einer Verbraucherschutzorganisation mit Sitz in Stuttgart. Diagnose Funk ist ein mobilfunkkritisches Portal, das über die Gefahren der Mobilfunkstrahlung und deren Folgen auf Mensch und Umwelt aufklärt. Die Organisation warnt vor dem flächendeckenden Ausbau des 5G-Netzes und der dadurch steigenden Strahlenbelastung. Doch um zu verstehen, wo es mit 5G hingeht und welche Vor- und Nachteile 5G hat, muss man erst einmal den technischen Hintergrund verstehen. Also, wenn man denn mit Mobilfunk höhere Bandbreiten haben will, muss man zwangsweise zu höheren Frequenzen gehen. Man braucht mehr Bandbreite. Die Bandbreite ist der Bereich, in dem die Signale im Mobilfunk übertragen werden können. 5G nutzt höhere Bandbreiten. So können mehr Daten in kürzerer Zeit gesendet werden. Diese Darstellung zeigt nochmal alte GSM-Signale, schmalbandig, UMTS, schon bis zu fast 4 MHz Bandbreite, LTE von 10 bis 20 MHz Bandbreite und 5G soll Bandbreiten bringen von 50 MHz oder theoretisch bis 100 MHz. Bei höheren Datenraten muss man in den Frequenzbereichen höher gehen. Mit 5G kommen höhere Frequenzen im Mobilfunk in die Anwendung, die bisher noch nicht genutzt wurden. Laut Richard wird die Versorgung auf dem Land weiterhin über die bekannten Antennen stattfinden, weil man hier große Entfernungen überbrücken muss. In der Stadt wird der Trend in Richtung kleine Zellen gehen. Wenn ich 5G machen will, mit den höheren Datenraten sind die notwendig, egal wo ich sie platziere. Die kleineren Zellen, sogenannte Small Cells, von denen Richard spricht, werden mit 5G zumindest in der Stadt notwendig, weil hier viele Nutzer gleichzeitig im Netz sind und die derzeitigen Antennen nicht mehr ausreichen würden, um eine Versorgung zu gewährleisten. Das heißt, es müssten zumindest an den Hotspots der Datenübertragung sehr viele Zellen mit geringem Abstand installiert werden. Manche Leute befürchten, dass die Strahlenbelastung auf die Menschen steigt, wenn mehr Zellen in der Stadt installiert werden und diese näher an die Menschen rücken. Wenn wir jetzt gucken, ob 5G eine höhere Strahlenbelastung für den Menschen hat oder nicht, muss man einfach voraussetzen, dass in ganz vielen Betriebszuständen die gleichen Frequenzen genutzt werden wie bei LTE oder 4G. Da haben wir eine gleiche Belastung. Also prinzipiell muss man sagen, dass natürlich jede Strahlung Wechselwirkung mit der Biologie hat. Die Frage ist immer, wie viel kommt an? Mit den höheren Frequenzen und den kleineren Zellen kommt eigentlich dazu, dass ich nur noch kürzere Wege überbrücken kann. Das heißt, ich brauche auch weniger Strahlung. Das heißt, die Intensität der Strahlung wird geringer. Auch laut Jörn Gutbier haben die kleinen Zellen das Potenzial, die Strahlenbelastung zu senken, aber nur, wenn man das Außen- und Innenfunknetz trennt. So muss der Endnutzer nur zu seinem eigenen Router zu Hause zurückstrahlen und so könnte er eine eigene kleine Funkzelle aufbauen, die ihn vor der äußeren Strahlung schützt. Das Problem ist jedoch, dass dies von den Betreibern in der Planung oft nicht beachtet wird. Wenn ich Kleinzellennetze in die Stadt baue, aber weiterhin als Grundlage nehme, ich will die Häuser durchstrahlen, also ich will das Hindernis Baumasse überwinden mit Mikrowellenstrahlung und dennoch mit höherfrequenter Mikrowellenstrahlung, bedeutet das, ich muss den Pegel draußen enorm steigern, damit es innen noch funktioniert. Zudem sagt Gutbier, dass die Zellen von den Netzbetreibern zusätzlich zu den derzeitigen Antennen installiert werden, was die Belastung für den Menschen erhöht.
Kleinzellennetze werden aktuell, so wie in Stuttgart, noch auf alter 4G-Technik, einfach nur als neue Infrastruktur zu dem bereits vorhandenen schon dazugebaut und damit erhöht sich die Grundemission in der Stadt. Also können Sie sich vorstellen, Telefonzelle, kleines Gebäude und obendrauf hängt eine Zelle und wiederum diese Antenne einfach rundherum abstrahlt und damit auch voll in die Gebäude hinein. Auch in Münster soll beim Ausbau zu 5G in den inneren Stadtbereichen auf so ein Small-Cell-Netz gesetzt werden. Dieses soll auch hier zusätzlich zur Antenneninfrastruktur gebaut werden. Also viele Standorte, Maststandorte, die man jetzt schon hat, wird man für 5G wiederverwenden können. Dazu kommen halt die Small Cells, um die Geschwindigkeit, den Traffic dann auch drauf zu bekommen, wird man ja auch natürlich nicht drum herum kommen, damit auch so ein Netz wächst, dass man auch weitere 5G-Funkstandorte dann auch selber dann hat. Wie das konkret umzusetzen ist, da, das wissen wir jetzt auch von der Stadt oder auch von der Verwaltung jetzt auch noch nicht. Laut Tebel ist noch nicht abschließend geklärt, ob es in Münster eine Trennung der Außen- und Innennetze geben wird. Sicher sei aber, dass beim Ausbau die von der Bundesnetzagentur festgelegten Grenzwerte eingehalten werden und sensible Orte wie zum Beispiel Kitas besonders geschützt werden. Der Bund hat die Lizenzen für die 5G-Frequenzen an die Netzanbieter versteigert. Die Stadt Münster muss sich deswegen nach den Vorgaben des Bundes richten, dass das 5G-Netz flächendeckend ausgebaut wird und kann nur den Standort der Masten mitbestimmen. Wir halten uns natürlich an die Regelung des Bundes bzw. der Bundesnetzagentur. Die Stadt Münster selber hat ein Antragsverfahren, wo der Netzanbieter sagt, ich möchte gerne einen Mobilfunkstandort neu errichten. Dann muss er erstmal bei der Bundesnetzagentur eine sogenannte Standortbescheinigung beauftragen. Wenn er die bekommt, kann er so einen Mobilfunkmast dann errichten. Das wird klar von der Bundesnetzagentur festgelegt, auch die Grenzwerte, und daran halten wir uns dann auch. Die Bundesnetzagentur hat für diese Standortbescheinigung festgelegte Grenzwerte. Laut Gutbier sind die festgelegten Grenzwerte der Bundesnetzagentur jedoch viel zu niedrig angesetzt und müssen in ihrer Definition hinterfragt werden. Ist der Grenzwert, der uns nur davor schützt, ob wir warm werden durch die Strahlung oder nicht und vor sonst gar nichts, ob wir warm werden, davor schützt uns der aktuelle Grenzwert? Oder gibt es nicht auch Auswirkungen, die etwas mit der Biologie des Menschen zu tun haben, im Sinne von Auswirkungen auf die Zellen, auf die Zellsteuerung, auf Befindlichkeiten etc., kognitive Prozesse, die gestört werden können und so weiter? Das berücksichtigt ICNIRP und die Grenzwerte in keinster Weise. Die ICNIRP ist die Internationale Kommission zum Schutz von nicht ionisierender Strahlung und ein unabhängiger Verein. Geldgeber der ICNIRP sind unter anderem die WHO und die Europäische Kommission. Außerdem finanziert sich der Verein über den Verkauf seiner Publikationen und über die Durchführung wissenschaftlicher Reviews. Die ICNIRP hat die derzeit gültigen Grenzwerte, die in der 26. Bundesemissionsschutzverordnung formuliert sind, entwickelt und ist durch ihre Veröffentlichung, auf die sich Regierungen beziehen, auch für die weltweit geltenden Grenzwerte verantwortlich. Um die Grenzwerte gegenüber Kritikern, die sagen, diese wären viel zu niedrig angesetzt, zu rechtfertigen, beruft sich das Bundesamt für Strahlenschutz auf die ICNIRP und deren Interpretation der Forschungslage. Laut Gutbier widersprechen die Forschungsergebnisse der ICNIRP dem, was unabhängige Wissenschaftler formulieren, die fordern, dass es wesentlich schärfere Grenzwerte geben muss. Seiner Meinung nach ist die ICNIRP ein Interessensverband, der die Mobilfunkindustrie vor zu hohen Auflagen schützt. Diese Aussage stützt er darauf, dass die ICNIRP seinen Sitz mietfrei im Bundesamt für Strahlenschutz unterhält und die leitende wissenschaftliche Sekretärin von ICNIRP, Dr. Gunde Ziegelberger, gleichzeitig die Leiterin der Abteilung für elektromagnetische Felder des Bundesamtes für Strahlenschutz ist. Auch laut einer Veröffentlichung des Tagesspiegels aus dem Jahre 2019 bildet die ICNIRP ein Kartell, das den öffentlichen Diskurs über die Grenzwerte diktiert. Ein Auszug aus diesem Artikel zeigt, dass Mitarbeiter der ICNIRP auch Teil der WHO sind. 4 der 6 Mitarbeiter einer Forschungsgruppe der WHO, welche die laufenden Forschungen zum Thema Mobilfunkstrahlung auswerten soll, sind Teil der ICNIRP. Zudem hat der ehemalige ICNIRP-Chef Repacioli während seiner nachfolgenden Tätigkeit bei der WHO 150.000 Dollar jährliche Zahlungen von der Mobilfunkindustrie erhalten. Ein von 2 Europaabgeordneten veröffentlichtes Paper legt die Verbindung des ICNIRP-Netzwerkes zur Mobilfunkindustrie offen. Die Verbindung des Vereins zur WHO, dem Bundesamt für Strahlenschutz und weiteren wissenschaftlichen Organisationen ist zwar rechtlich legitim, jedoch wird die Unabhängigkeit der Organisation dadurch fraglich. Laut Gutbier ist das Bundesamt für Strahlenschutz abhängig von der ICNIRP und deren Interpretation der Forschungsergebnisse. Schwierig bei dieser Thematik ist, dass Studien, die die Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung auf den Menschen untersuchen, immer beeinflusst sind vom Auftraggeber der Studie. Wir nutzen alle dieselben Studien.
Bloß kommen halt interessanterweise zu vollständig anderen Schlüssen. Zum Beispiel das Bereich DNA-Schäden. Also DNA-Schäden durch Mikrowellenstrahlung wurden schon im Jahr 2006 von Henry Lai in Nature veröffentlicht. 85 Studien untersucht. Die eine Hälfte zeigt gentoxische Effekte und die andere keine. Und da wird dann halt sehr deutlich, dass die Effekte zeigen, die sind nicht vom Militär und nicht von der Mobilfunkindustrie beauftragt worden. Und die Studien, die halt keine Effekte zeigen, also vermeintlich Entwarnung geben, das sind denn genau die Studien in überwiegender Zahl, die von Militär oder halt von der Mobilfunkindustrie finanziert wurden. In der Wissenschaft ist es umstritten, ob Mobilfunkstrahlung Krebs auslösen kann. Gutbill führt in diesem Kontext zwei große Studien an, die Ramazzini-Studie aus Bologna und die NTP-Studie aus den USA. Beide Studien sagen laut den Autoren der Studie aus, dass Mobilfunkstrahlung in der Lage ist, Krebs auszulösen. Grundlage der Studien ist eine Langzeitbestrahlung von Ratten mit Mobilfunkstrahlung. Dabei handelte es sich um eine Ganzkörperexposition, der die Ratten ausgesetzt waren. Bei beiden Studien gab es unterschiedliche Bestrahlungsstärken. Das Bundesamt für Strahlenschutz und die ICNIP werfen diesen Studien jedoch methodische Schwächen vor und argumentieren, dass bei der NTP-Studie die Bestrahlungsstärke viel zu hoch sei und deswegen nicht auf den Alltag des Menschen übertragbar sei. Laut Ron Melnick, der die NTP-Studie konzipierte, mussten die Expositionen jedoch so hoch gewählt werden, um eine reale Bestrahlungsstärke zu simulieren, weil man Ratten keine Handys ans Ohr halten kann, so wie es im Alltag des Menschen der Fall ist. Der Einwand, dass die Bestrahlungsstärken zu hoch gewählt seien, widerlegt die Ramazzini-Studie. Die Ratten wurden hier lebenslang mit einer tagesüblichen Bestrahlungsstärke, der auch Menschen täglich ausgesetzt sind, bestrahlt. Dies führte bei den Tieren zu einem signifikanten Anstieg von Tumoren. Laut Belpogio, die die Studie durchführte, sei dabei erstmals, Zitat, in zwei unabhängig voneinander durchgeführten Experimenten nach überprüfbar strengen Maßstäben der Laborwissenschaft die gleiche karzinogene Wirkung von Hochfrequenzstrahlung belegt. Karzinogene Wirkung bedeutet in diesem Kontext, dass die Strahlung krebserregend ist. In den Studien wurde eine Belastung durch den früheren Mobilfunkstandard UMTS simuliert. Zu den Folgen von 5G liegen derzeit überhaupt keine Studien vor. Ist es so, dass es zu 5G überhaupt 0,0 Forschung weltweit gibt zu der neuen spezifischen Technik von 5G, zu den neuen Frequenzen, die benutzt werden. Und deswegen haben wir uns da so aufgestellt, dass wir sagen, es ist radikal abzulehnen, solange es keine Technikfolgenabschätzung gibt. Neben dem Aspekt, dass die höheren 5G-Frequenzen noch nicht in der Anwendung waren, ist vor allem der Abstand zur Quelle der Strahlung relevant. Dies ist der entscheidende Faktor, ob es für den Menschen gefährlich wird. Wo kommt jetzt, ich sag mal, in dem Mobilfunk das Problem eigentlich für, sagen wir, für uns Menschen her? Wir nutzen Mobiltelefone und wir sind in einem Umfeld, wo es Basisstationen gibt. An die klassischen Basisstationen, die bisher da sind, kommt man gar nicht nah genug dran, als dass es gefährlich werden könnte. Das heißt, strahlungsmäßig ist mein Endgerät das, was mich belastet. Wenn ich jetzt mein Handy ans Ohr halte, habe ich eine Erwärmung in den Zellen im Körper drin. Wenn ich mich schützen will, dann nehme ich halt eine Freispracheinrichtung und dann ist die Gefahr, so die wir aktuell haben, geht so, dass sie vernachlässigen kann. Sie ist nicht ein signifikanter Faktor. Auch Gutbill hält den Faktor des Abstandes zur Quelle der Strahlung für entscheidend. Zudem weist er darauf hin, dass vor allem die höheren Bandbreiten von 5G negative Auswirkungen auf den Körper haben werden, weil schon aus der alten Forschung ein Zusammenhang zwischen höherer Bandbreite und höherer Strahlungsschädlichkeit bekannt ist. Durch diese höheren Bandbreiten gibt es auch andere Modulationen. Modulationen im Mobilfunk sind das An- und Ausschalten der Übertragungskanäle. Das Ein- und Ausschalten dieser Kanäle führt zu anderen biologischen Effekten. Das wissen wir aus der alten Forschung und deswegen muss das vorher untersucht werden, bevor man so eine Technologie in den Markt wirft. Diese Modulationen beeinflussen die menschliche Biologie. In der folgenden Grafik ist ganz unten der natürliche Zustand ohne Mobilfunkstrahlung zu sehen und oben die derzeitige Belastung. Die typische maximale Tagesexposition, die wir so abbekommen. Und hier sehen Sie noch die Spitzen, 900 MHz-Frequenzen, 1800 und die WLAN-Frequenzen, die heute die dominanten Einflüsse darstellen, dass wir uns elektromagnetische Energien dieser Mikrowellenstrahlung um die Ohren hauen. Und die Differenz liegt beim Faktor 10 hoch 16 zwischen dem, was mal war und was wir uns heute antun. Zusätzlich zu dieser derzeitigen Belastung würde sich bei 5G die Grundemission nochmals erhöhen, weil die kleinen Zellen ja zusätzlich und flächendeckend zum derzeitigen Netz installiert würden. Deswegen ist es laut Gutbill enorm wichtig, funkfreie Gebiete zu erhalten, um Menschen zu schützen, die sensibel auf Strahlung reagieren und um Gebiete zu erhalten, in denen man sich von Strahlung erholen kann. Demgegenüber steht der Anspruch von Menschen in funkfreien Gebieten, auch an das Netz angebunden zu sein, um nicht wirtschaftlich und sozial benachteiligt zu werden. Aus Sicht der Mobilfunkplaner ist dadurch natürlich das Ziel, eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten und keine funkfreien Gebiete mehr zu haben.
Zunächst am Anfang wird es so sein, dass es noch einige funkfreie 5G-Gebiete in Münster geben wird. Das wird man nicht ausschließen können, aber perspektivisch am besten 100% Versorgung durch Mobilfunk. In der Stadt Münster ist die Deutsche Funkturm, eine Telekom-Tochter, mit dem Ausbau beauftragt worden. Zusammen mit den Stadtwerken setzt diese hier auf den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur, um das 5G-Netz anzubinden. Wie von Richard beschrieben, werden auch in Münster auf dem Land die bekannten Antennen und in der Stadt die kleinen Zellen genutzt werden. Das Land liegt beim Ausbau zeitlich hinter der Stadt. Laut Tebel ist hier die Förderung des Ausbaus durch den Bund eine Maßnahme, um den Ausbau auf dem Land zu beschleunigen. Man sieht es jetzt gerade auch bei dem geförderten Glasfaserausbau, dass die ländlichen Regionen schon extrem hinter den Kern der einzelnen oder der Ballungszentren sind, sodass man da mit Fördergeldern gegensteuern muss, wie es auch bei den Glasfaserförderprogrammen ist. Laut Tebel werden die Netzbetreiber zuerst den Ausbau in den Großstädten forcieren und dann in kleinere Städte wie Münster gehen. Aber warum wird überhaupt auf das 5G-Netz gesetzt, wenn die Betreiber auch erst einmal das 4G-Netz stabiler und flächendeckender ausbauen könnten? Laut Gutbier bauen die Netzbetreiber nur aus, um sich neue Märkte zu erschließen, weil sich mit den derzeitigen Frequenzen kein Geld mehr verdienen lässt. Die Versprechungen der Werbung wie kürzere Latenzzeiten und höhere Datenraten sind auch schon mit 4G möglich. Und es zeigt sich, dass die Kernforderungen oder die die Kernentwicklungen von 5G, die uns versprochen werden, quasi für den praktischen Nutzen für den Endverbraucher im Moment vollständig irrelevant sind. Aus technischer Sicht würde man heute fast sagen, 4G reicht aus. Die Frage ist halt, brauche ich jetzt automatisierte Fabriken, brauche ich autonome Fahrzeuge? Durch die höheren Datenraten und die Übertragung der Daten in Echtzeit sollen diese sogenannten Smart City Technologien in der Stadt etabliert werden. Diese Technologien sind auch in Münster geplant. Also Smart City ist schon in der Stadtverwaltung schon angekommen. Die Kollegen werden in den nächsten Monaten, Jahren dann auch Smart City Themen dann in Verbindung mit 5G auch in Münster definitiv ausrollen. Also da wollen wir auch vorne sein. Also was ich mir sehr gut vorstellen kann, Ampeln, Systeme, dass die vernetzt untereinander sind, Parkplätze, die voll sind, mit einer App zu steuern. All das sind so kleine Technologien, die natürlich, glaube ich, jetzt schon auch mit 4G möglich sind. Die Smart-City-Technologien werden jedoch erst in den nächsten 5 Jahren wirklich in den Städten ankommen. Um sich schon jetzt über die bestehenden Maststandorte in ihrer Nähe zu informieren, rät Christian Tebel besorgten Bürgern in Münster, sich über das EMF-Portal zu informieren, welche Werte die Antenne in ihrer Nähe abstrahlt. Die interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich mit der Strahlungsthematik auseinandersetzen wollen, die wissen wollen, den Maststandort, den ich da auf meinem Haus habe, was strahlt er ab, was sind da die Werte. Auf diesem Portal der Universität RWTH Aachen kann man auch die von Gutbier genannten Studienergebnisse und mehr Hintergrundinformationen zum Thema Mobilfunkstrahlung einsehen. Abschließend sollte kritisch hinterfragt werden, ob es sich lohnt, für diesen neuen Mobilfunkstandard einen erhöhten Energieverbrauch, eine erhöhte Strahlenbelastung und potenziell den Verlust der letzten funkfreien Gebiete in Kauf zu nehmen, obwohl der Nutzen für den Endverbraucher geringer als versprochen erscheint und die Gefährlichkeit von 5G nicht abzuschätzen ist.